willkommen zu einem etwas anderen Video von mir. Wie ihr schon im Trailer erkennen konntet, geht es heute um Halloween. Wir haben uns dabei gedacht, wir zeigen euch die einfachsten und leichtesten Last-Minute-Looks. Mit wir meine ich meine ganzen Freunde, die ich euch hier in den Zeiten aufgelistet habe und nochmal in der Infobox verlinkt habe. Wir haben uns alle an alte Horrorfilme orientiert. Ich habe mich für den Film Der Exorzist entschieden und ich hoffe, ihr konntet es auch erkennen, vor allem im Intro. Wirklich lustig, gell, mich mal so zu sehen. Und ja, jetzt würde ich einfach sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Tutorial und ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich starte meinen Look mit einer Peel-Off-Maske und die gebe ich auf diese Stellen, an denen ich später gerne offene Wunden haben möchte. Wenn ihr fertig seid mit dem Modellieren, schaut, dass ihr die Maske ca. 20 Minuten einwirken lässt. Sobald die Maske trocken war, habe ich ein stumpfes Messer zur Hand genommen. Mit diesem Messer habe ich dann meine Wunden aufgeschnitten, damit ich solche Fleischwunden bekomme und damit das Ganze echt aussieht. Daher könnt ihr ruhig eine Weile rumprobieren, bis ihr halt das perfekte Ergebnis habt. Übrigens, meine Kontaktlinsen habe ich von Müller und das waren solche Zombie-Kontaktlinsen. Ich finde, die sehen echt super aus. Nun sind auch meine modellierten Wunden fertig. Jetzt greife ich zu meinem Eulenspiegel Clownweiß. Das hatte ich einfach noch von Fasching. Und damit mache ich mein Gesicht ganz leicht weiß. Oder ich mache es weiß, aber halt nicht deckend weiß. Einfach nur, damit man so ein bisschen krank aussieht. Dann habe ich einen schwarzen matten Lidschatten genommen, um meine Wunden zu konturieren und später auch auszumalen. Hier könnt ihr auch braunen Lidschatten verwenden oder roten Lidschatten, damit das Ganze noch echter und realer aussieht. Genau, wenn ich dann alles konturiert habe und ausgemalt habe, habe ich dann noch Kunstblut genommen. Dieses Kunstblut habe ich in meinen offenen Wunden verteilt und das einfach laufen lassen. Das kann ruhig ein Zufallmuster werden, da müsst ihr auf nichts Besonderes achten. Nun kommen wir auch schon zu meinen Augen. Hierfür habe ich einen matten, hellbraunen Lidschatten verwendet. Den habe ich einfach auf mein bewegliches Lid und unter meinem Wimpernkranz aufgetragen, damit man einfach etwas kränklicher aussieht. Mit demselben Lidschatten habe ich dann mein Gesicht noch etwas konturiert oder besser gesagt noch etwas dreckig gemacht. Mit meinen Lippen habe ich nicht viel gemacht. Ich wollte einfach nur, dass sie etwas vertrocknet und aufgeplatzt aussehen. Und ja, das war es eigentlich schon mit meinem Make-up. Für diesen Look musste ich meinen Haaren nicht viel machen. Ich habe sie nur ein wenig verstrubbelt. Und dann war ich eigentlich schon ready to go. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Und wenn das der Fall war, dann gebt meinem Video einen Daumen nach oben. Und jetzt würde ich sagen, schaut auf jeden Fall noch bei Anna, Kat und Xenia vorbei. Das lohnt sich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.